Der Christabend, eine Familiengeschichte. Bei den Oberstaatsanwalts Saltenberger hatten sie drei Töchter. Die Marentia, die Rosalie und die Marie. Alle im höchsten Grade fähig und entschlossen, dem ledigen Stande zu entsagen. Das herannahende Weihnachtsfest brachte die geliebten Eltern auf den Gedanken, dass sie ihre Kinder am besten mit Männern bescheren würden. Und sie überlegten lange, wie dieses zu ermöglichen wäre. Mama Saltenberger meinte, ihr Mann solle seine hervorragende Beamtenstellung in die Waagschale werfen und jüngere Kollegen durch die Macht seines Ansehens an ihre staatsbürgerlichen Pflichten erinnern. Saltenberger war nicht prinzipiell abgeneigt, aber er betonte, dass dieser Einfluss nur in ganz familiären Grenzen ausgeübt werden dürfe und dass man in der Wahl der Objekte sehr vorsichtig sein müsse. In geheimer Beratung wurde zur engeren Wahl der zukünftigen Familienmitglieder geschritten. Beide Eheleute einigten sich zunächst auf Karl Mollwinkler, zweiter Staatsanwalt. Er war ziemlich abgelebt und sein kränklicher Zustand ließ hoffen, dass er sich nach der Pflege einer geliebten Frau sehne. Als zweiter ging Sebald Schneidler, königlicher Landgerichtssekretär, durch. Nicht ohne Widerspruch. Frau Saltenberger fand die Stellung doch etwas subaltern. Ihr Mann hatte Mühe, sie zu überzeugen, dass die gegenwärtige Zeitrichtung die Standesunterschiede einigermaßen nivelliert habe und dass prinzipiell in Heiratsfragen eine zu strenge Auffassung von Übel sei. Schließlich kam man dahin überein, dass Schneidler sich in Anbetracht seiner sozialen Verhältnisse mit der ältesten Tochter, der 34-jährigen Emerentia, zu begnügen habe. Die Aufstellung des dritten Kandidaten bereitete Schwierigkeiten. Unter den Juristen fand sich trotz sorgfältigster Prüfung keiner mehr, der das Vertrauen würdig gewesen wäre. Man musste wohl oder übel in eine andere Sparte hinübergreifen. Aber auch da zeigte sich überall unüberwindliche Schwierigkeiten und schon wollte der Oberstaatsanwalt an der gestellten Aufgabe verzweifeln, als ihm letzten Moment Frau Saltenberger den rettenden Gedanken fasste. »Weißt du was, Andreas?« sagte sie, wir nehmen einfach einen von der Post. Da sind die meisten Chancen, denn fast alle Verlobungen, welche man an Weihnachten in der Zeitung liest, gehen von Postadjunkten aus. Dieses leuchtete ihr Mann ein und er gab seine Zustimmung zur Wahl des Postadjunkten Jakob Geiger. Somit war die Sache gediehen. Es galt nunmehr, die zur Bescherung vorgemerkten unter die drei Töchter zu verteilen. Und das war das Schwierigste. Der Friede wich aus dem Hause des Oberstaatsanwalts Saltenberger. Emerentia brach in Tränen aus, als die Eltern von dem Plan sprachen, sie sei immer das Stiefkind gewesen, die anderen Fratzen habe man verhätschelt und verzogen, nur sie sei misshandelt worden und jetzt solle sie sich mit einem Sekretär begnügen. Vielleicht müsse sie noch Komplimente machen vor dem ekelhaften Ding, der Rosalie, die man natürlich zur Frau Staatsanwalt nehme, obwohl sie die dümmste von allen sei. Aber nein, 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 da kenne man sie schlecht. Sie lasse sie nicht auf sich herumtrampeln und lieber verhindere sie den Plan, sodass gar keine einen Mann erwische, als dass sie sich mit dem Affen von Sekretär abfinden würde. Ihr Widerstand war leidenschaftlich, aber nicht schlimmer als derjenige von Marie, welche man dem Postadjunkten zugedacht hatte.
Sie war die Jüngste und durfte billig annehmen, dass sie auf dem Heiratsmarkte die besten Preise erzielen könne. Allerdings schielte sie, aber sie sagte sich, dass ein verständiger Mann solche Kleinigkeiten nicht beachte. Zudem lieber schielen als einen Kropf haben wie die Emerentia oder schlechte Zähne wie die Rosalie. Papa Saltenberger hatte böse Tage. Während er auf dem Büro weilte, sammelten sich daheim eine unglaubliche Menge an Sprengstoff, welche regelmäßig beim Mittagstisch explodierte. So ging das nicht. Die Eltern beschlossen, die drei Herren als Ganzes zu bescheren und die Wahl den Kindern zu überlassen. Auf diese Weise hatten wenigstens sie Ruhe gefunden, wenngleich der Krieg unter den Schwestern fortdauerte. Emerentia stickte in heimlicher Abgeschlossenheit an einem Paar Pantoffeln. Und bei jedem Stich wurde sie fester entschlossen, dieselben nur dem zweiten Staatsanwalt Mollwinkler zum Zeigen ihrer Liebe an die Füße zu stecken. Rosalie häkelte einen Tabakbeutel, Marie strickte wollene Handschuhe und jede wusste, wem sie die Gabe weihen würde. Alle drei zogen die Mutter ins Vertrauen und da Frau Saltenberger einen gutmütigen Charakter hatte, sagte sie zu jeder verstohlen, Kindchen, Kindchen, ich sehe dich schon als Frau Staatsanwalt. Und jede war glücklich darüber, erstens überhaupt und dann, weil die zwei anderen Maulaffen vor Neid bersten würden. So kam allmählich das heilige Weihnachtsfest heran mit seinem unvergesslichen Zauber für die Familie. Jener Tag, an welchem die Junggesellen so ganz besonders Sehnsucht empfinden nach einem schöneren Lose, nach einer lieben Gattin und nach Kindern, welche mit ihrem Spielzeugen um den Christbaum tanzen. Oh, welche Gefühle walteten in dem Hause des Oberstaatsanwalts Andreas Saltenberger. Das war ein Raunen und ein Flüstern, ein geheimnisvolles Weben, ein Hin und Her von einem Zimmer in das andere, bis endlich um 7 Uhr Vater, Mutter und die drei Töchter sich im Salon versammelten, festlich geschmückt und sehr erwartungsvoll. Jede der Schwestern erregte durch ihr reizendes Aussehen die Freude der Eltern und das verächtliche Mitleid der beiden anderen. Es läutete. Das Dienstmädchen eilte zur Tür. Im Salon hielten 5 Menschen den Atem an. Wer kam? Eine tiefe Stimme, unverständlich, dann schlurfte das Mädchen zurück und übergab dem hastig öffnenden Papa einen Brief. Aufreißen und lesen. Sekretär Schneidler sagt mit bestem Dank ab, da er heimreise. Die drei Schwestern atmeten auf. Auf diesen Menschen hatte keine reflektiert. Es läutete wieder. Das Dienstmädchen überbrachte einen zweiten Brief. Die Absage des Herrn Staatsanwalts Mollwinkler wegen Unwohlseins. 3 Lebenshoffnungen waren vernichtet. Der Vater blickte die Mutter an, die Schwestern bissen sich auf die Lippen und ihr Schmerz wäre unerträglich gewesen, wenn sich nicht ein klein wenig Freude an der Enttäuschung der anderen da eingemengt hätte. Was tun? Papa Saltenberger raffte sich auf und sagte mit erzwungener Höflichkeit, »Wozu auch fremde Menschen?« Nun wollen wir das Fest zu Recht unter uns begehen. Da läutete es wieder und diesmal kam der königliche Postadjunkt Geiger, welcher noch niemals abgesagt hatte. Er hatte es nicht zu bereuen. Er war der verhätschelte Liebling der Familie. Er bekam ein paar Pantoffeln, einen Tabakbeutel und wollene Handschuhe, viele Süßigkeiten, Äpfel und Nüsse.
Er trank einen sehr guten Wein und einen famosen Punsch. Er aß Rheinsalm, Rebraten, Pudding und bewunderte die Freigebigkeit der Familie, welche für ihn allein so reichlich auftragen ließ. Er sagte allen Damen Liebenswürdigkeiten und ließ sich von jeder in der gehobenen Stimmung auf die Füße treten. Und als er ziemlich betrunken den Heimweg antrat, sagte er sich, das Familienleben, doch ein gutes, besonders hinsichtlich der leiblichen Genüsse. Und er verlobte sich am Silvesterabend mit der wohlhabenden Witwe Reisenauer, welche ein gut gehendes Geschäft am Marktplatz hatte.